Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lisa Drakensang. Ja, ich schätze mal, wir haben jetzt hier noch ein paar verschlossene Truhen. Und, da oben erwartet uns dann der Endkampf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gut. Mal schauen, wie lange das so dauern wird. Oha. Hast du noch einiges zu tun? Bevor wir da hochgehen, aber sicher, würde ich doch ganz gerne mal hier mitnehmen, was noch mitzunehmen ist. Wird gucken, was es Schönes gibt. Ja. Wäre ja was für dich eventuell. Sieht besser aus. Darfst du hier mal in Vollplatte? Ja, jetzt keine Bo. Oh, du hast mal eine. Du hättest halt auch noch eine Menge Steigerung. Gut, Körperkraft geht nicht mehr. Gehen wir mal gerade noch auf Mut. Selbstbeherrschung machen wir mal noch auf 20. Oh, da geht aber doch einiges drauf. Ne, dann sind wir 18. Und können wir hier noch was rausreißen? Tatsächlich noch einen Punkt. Okay, jetzt bräuchten wir halt noch einen Lehrer. Obwohl, ich glaube, du hast eigentlich alles, was du brauchst mit dem Zweihandschwert. Gut, dann noch ein bisschen was mit Konstitution. Lebensenergie mit. Stimmt, dann letztes Mal noch steigern. Du kannst sogar noch Gewandtheit hochpacken. Cool. Ja, ich glaube, für Dings reicht es ja jetzt nicht mehr, oder? Wir haben eh keinen Lehrer mehr da. Lassen wir das. Oben geht auch noch eins hoch, sehr schön. So. Acceleratus wäre vielleicht tatsächlich noch eine Idee. Wahrscheinlich Angriffskraft. Ja, gegen Magier, die wir jetzt wahrscheinlich hauptsächlich treffen, bringt das nicht mehr so viel. Komm, machen wir die hilfreiche Tatze mal noch. Die hat es ja dann noch ganz sinnvoll, als ganz sinnvoll erwiesen. Verbünde Feinde, okay. Das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Oh, die haben wir, glaube ich, mit den Fechtwaffen ein wenig. Auch nicht so wirklich. Du gehst bitte auf Fingerfertigkeit.
Ja, und hier brauchen wir eigentlich nichts mehr. Wird wahrscheinlich nur noch ein Kampf werden. Ja. Dich hatten wir schon. Ja. Dich können wir nicht steigern. Ja. So, andererseits kannst du auch noch mal eine Runde identifizieren. Amulett des Mutes. Ring der Gewandtheit. Ei? Da du hier gar keine Ringe anhast. Doch, hast du nicht ein Amulett noch? Ah ja, hier im Rang der magischen Macht hatten wir noch. Was vergessen anzulegen. Ja, Elfenpfeile haben wir erstmal noch genug. Ja. Dann nimm du den doch mal. Konstitution. Immunität gegen Gifte, ne? Ich glaube, dann kriegst du lieber Konstitution. Ja. Okay. Haben wir alles verbraten soweit? Dann hoffe ich mal, dass wir soweit bereit sind. Achso, Buffen noch. Was? Wird wahrscheinlich auch direkt wieder weg sein. Weil oben erstmal ein Gespräch wartet, aber sicher ist sicher. Attributo habilis. Attributo habilis. Arma trutz. Falkenauge. So. Auf geht's. Mora, ihr lebt noch. Das wird Kaltenstein sehr interessieren. Lass niemanden am Leben. Okay, das war kürzer als gedacht. Alles klar, in Novizien haben wir eine ganze Menge Söldner. Was? Ja? Okay, wieso kann ich da nicht draufballern? Nimm die halt mal den hier. Was? So, ihr könnt hier ein bisschen mithelfen. Ne, wir können dich nur nicht angreifen, okay. Was? Oh. Deswegen konnten wir noch nicht angreifen. So, Tor zur Schatzkammer helfen. Haben wir öffnen. Erwehre dich des Hinterhalts. Schauen wir mal. Ja. Für den Kaiser! Er hat leider nicht gesessen, dafür hat es dich zerhauen. Das ist gut. Dann gehen wir direkt hier weiter. Ja. Und du kannst hier mit ein bisschen Sternstaub helfen. Ja. Ich glaube, du kannst gleich mal hier anfangen zu heilen, ne? War ihr! Ach, die Tatze. Verdammt. Ja? Jetzt vergessen. Ja.
Schon wieder ein Stinkmarder. Kapofrigo. Was war denn das? Kältezauber. Nicht so das Wahre. Ich glaube, wir müssen die alle umhauen. Kann das sein? Ja. Ei. So, so viel Schaden habt ihr zum Glück noch nicht genommen. Mach da mal ein Blitzlichtfind drauf. Weißt du was, du kümmerst dich vielleicht mal ein bisschen um die Magier. Und ihr könnt euch halt hier mit den Kollegen noch vergnügen. Wir kriegen aber ordentlich was ab hier. Mura ist schon down, also gut wie. Dieses ganze Rumgemagier ist halt unglaublich nervig. Warum sind da so viele? Was? Was? Ist ja ganz gut, dass ihr noch eure Buffs habt, aber... Weiche! Muss auch alles mal weg hier. Ich glaube, der tankt ganz gut, der Marder. Ja. Okay, einer haben wir schon mal. Du haust hier aber auch gerade Blitzlichtfind raus, ne? Ja. Also passt hier das wohl nicht so, was wir hier anstellen. Novizin. Sagt Mora ist so gut wie weg. Haben wir wieder, wir hätten zumindest einen Befreiungsschlag da. Na, ich glaube, hilf mal lieber Mora. Das könnte helfen. Du hast Spaß mit dem Marder. Auch du kannst mal wieder zuhauen. Ja. Du hast die eine fast platt. Dann gib da mal noch einen... Links drauf, obwohl ich stich die erstmal ab. Jawohl. Müssen wir mal gucken, du musst halt auch langsam mal wieder. Wir haben ja ein paar Heiltränke, beziehungsweise du hast ja ein paar Heiltränke. Ja, Mutamulett. Ich glaube, das bringt jetzt nicht so unglaublich viel hier. 8 Heiltränke, okay. Wie sieht's? Es sieht aber relativ gut aus. Die einzige, die was bräuchte, wäre halt Mara eigentlich. Und wie gesagt, das wird hier nur nicht alles sein. Ich warte mal noch ein bisschen. Obwohl, ne, komm. Lieber einen. Ja? So, guck mal, das wäre auch schon ordentlich angeschlagen. Das Duplikat da hinten. Erledige das vielleicht mal. Der Marder macht sich, glaube ich, hier ganz gut als Ablenkung. Ja. Für den Kaiser! Mhm. So, du hast jetzt hier dein Zeug. Was? Ja, komm, buff hier mal noch ein bisschen runter. Also die buffen bitte. Donnerkeil triff und töte wie ein Pfeil.
Ardo liegt. Ne, Ardo fällt einfach nur um. Du machst einen Stinkangriff. Aha. Ich frage, für wen das jetzt schlecht ist. Was? Aber der Marder ist echt gut. Der tankt ordentlich weg. Hm? So, zwei haben wir, glaube ich, schon erledigt. Dann hau hier nochmal eine Finte drauf. So, mit dem Sternschopf war das, glaube ich, ziemlich cool gerade. Komm, komm! Einmal erledigen, bitte. Ja. Du kannst dann hoffentlich bald mal wieder aufstehen. Dann kannst Achtung. Du hier noch Schaden machen. Bisschen was ist noch. Wie gesagt, das wird ja erst die Vorhut sein. Ich hoffe, wir haben danach genug Zeit zum Regenerieren. Also bis auf Mora sieht es sich aber ganz gut aus soweit. Allerdings macht die jetzt auch relativ wenig Schaden. Kannst du den mal gerade umhauen, bitte? Ja. So, und du sollst dich vielleicht echt mal hier um die Duplikate kümmern. Ardo steht wieder. Ja. Und Ardo kann wieder zuhauen. Attacke! Tu er das, bitte. Hast du irgendwelche... Ja, nee, du bist nicht mehr. Du hast einfach nur Scheiße geworfen. Ja. Ei. So, du darfst mal wieder heilen. Da wird's jetzt mal Zeit. Was? Bei meiner Treu! Ja, du musst erstmal normal angreifen, bis du wieder Ausdauer regeneriert hast. Die hat gesessen, sehr schön. Dann direkt Sternstaub hinterher. Ich hoffe, du überstehst das soweit. Ah, du liegst immer dummerweise schon. Wir müssen echt den Typen mal irgendwie weghauen. Mora hält sich wacker. Vielleicht kann die auch einfach nicht sterben. Aber wir müssen echt mal... Ihr müsst Schaden machen, meine Lieben. Ihr müsst einfach viel mehr Schaden machen. Geht doch mal... Trefft doch mal mit euren Angriffen. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Genau, so. Sowas ist immer ganz cool. Ja? Gut, du bist noch am Heilen. Hast allerdings jetzt gleich jemanden gegen dich. Ja? Obwohl, der ist, glaube ich, mit Ardo noch beschäftigt. Ich glaube, das, was er gerade an Schaden kriegt, hat er wieder weggemacht. Aber ich hoffe, die ist dann weg danach. Oder heilst du dich gerade auch, meine Liebe? Das wäre unschön. Mhm. Super, Ardo steht wieder. Dann hau doch den jetzt mal um. Ja? Ja, und wir sollten gucken, dass wir euch langsam wegkriegen. Weiche! Du hast mittlerweile eine Wunde, aber das können wir dann danach behandeln. Deine Heilung ist besser, wie es aussieht. Ja. Oder effektiver. Na dann. Oder habe ich sie jetzt aus Versehen geheilt? Was? Okay, das hat auf jeden Fall gesessen. Du bist so gut wie weg da hinten.
Ah ne, auf dich hat man Sternenstaub gehauen, wie es scheint. Oder? Doch, genau, okay. Ja, dann bring das mal zu Ende. Ja. Du könntest das hier vielleicht auch mal zu Ende bringen. Kannst du mit der Finte vielleicht mal draufhauen? Eventuell bringt das ja mehr. Ich glaube, die eine Heilung war aber echt gut. Die hat sich richtig gelohnt. Was? Komm schon! Ja? Gut, die wäre weg. Die hat es auch zerlegt, wie es scheint. Dann. Achtung! Die letzte. Ja, hau da am besten mal einen Pfeil oder einen gezielten Schuss drauf. War ihr! Hm? Du gehst dann auch hinterher, bitte. Du hast mittlerweile zwei Wunden. Das macht das halt auch nicht besser. Ja, und Mora scheint hier dann einfach alles wegzutanken. Immerhin, noch stehen unsere Leute alle. Es geht ihnen auch noch verhältnismäßig gut. Das Dumme ist, die treffen halt nichts. Okay, Sternschaub scheint tatsächlich für uns alle zu gelten. Okay, gut, dann kann ich es tatsächlich nochmal häufiger machen. Ja, hau hier weiter mit drauf, bitte. Schön, dass du es weggeblockt hast. Was? Jawohl, so, die Magier sind weg. Sehr schön. Sanyasa! Was? Am besten greift ihr beide dann immer so ein bisschen gebündelt an. Komm, komm! Ja. Kannst du mittlerweile wieder? Nö, immer noch nicht. Du triffst eigentlich gar nichts mehr gerade, ne? Hast du jetzt so viele Abzüge durch diese zwei Wunden, dass du nichts mehr triffst? Das ist doch unschön. Ja. Muss jetzt Kuanu helfen. Ja. Meiner Treu! Geh mal ein bisschen auf defensiver. Obwohl, nee, geh lieber offensiv tatsächlich. Attacke! Ja. Du liegst halt eine Runde. Hier haben wir alles. Ja. Achtung! Hilf mal mit. So. Dann haben wir es ja fast. Zwei sollten auch die aber nicht mehr viel haben. So, dann kannst du mal Adu helfen. Somit wäre die wichtigste Handlangerin dieses Kaltensteins auch bezwungen. Wahrlich, kein leichter Kampf. Ivo, so schwer war es nun auch. Erwische einfach alle und du hast die richtige auch erwischt. Ob wir wirklich alle erwischt haben? Womöglich ist sie uns doch entwischt. Entwischt oder nicht, diesen Kampf hat sie jedenfalls verloren. Bleibt nur noch meinen Gönner Dudgeon zur Rede zu stellen. Okay. Hat zum Glück beim ersten Mal geklappt. War es aber auch nicht so ohne. Das Schlimmere kommt dann erst noch. Du kannst mit dem Heilen noch mal ein bisschen nachhelfen. Balsam
Salabunde. Dann können wir mal gucken, was es hier noch Schönes mitzunehmen gibt. Balsam Salabunde. Dann, bevor wir weitergehen, auf jeden Fall mal hochbuffen. So, ich werde wahrscheinlich nur Geld oder irgendwas da haben, ne? Jawohl. Verband. Na gut. Ja, ich denke, Kaltenstein wird dann ein wenig übel werden. Haben wir jetzt alle soweit? Ja, so. Ei. Die darfst du mal plündern? Nichts Besonderes also. Gut, dann gib du mal die Verbände nochmal ab. Den Hinterhalt haben wir. So. Gespeichert haben wir. Gelootet haben wir. State mittlerweile auf. Wo müssen wir denn hin, laut Questmarker? Nicht da, wo es hingeht. Diese Schnüffler aus Nadoret sind mit ihr aufgetaucht. Sie werden gleich hier sein. Wie mir scheint, habe ich euch zu früh beglückwünscht, alter Freund. Hattet ihr mir nicht versichert, die Dieben zu eliminieren? Oh, ich bin untröstlich, Magister. Eigenhändig habe ich meinen Männern befohlen, so falsch eigenhändig in eurer Wahl der Worte ist, umso passender ist es für diese Situation. Wie meint ihr das? Dass ich mich dieses Problems nun höchst selbst annehmen werde. Nein! Sie gehört mir! Ja! Mora! Mein Schloss! Ihr hört sofort auf damit, Kaltenstein! Da irrt ihr. Ich fange gerade erst an, verehrter Baron. Mama, mein Schloss! Meine Gespielin! Nein! Das war die erste Lektion. Jasmine, mein wollt Schloss. Ihr so gut sein und meine unsere Gäste in Empfang nehmen? Mit Vergnügen, Meister. Dieses Mal wird der Triumph unser sein. Okay, ich habe schon wieder nicht gebufft. Na, gucken, ob das noch was wird. Matrutz hätte ich tatsächlich ganz gern. Hua! Da wird ja bestimmt noch was kommen. Ich guck mal gerade, wie der Angriff läuft. Ansonsten machen wir es in der nächsten Folge nochmal und dann buffe ich mich vorher. Ei! Armatrutz! Fulminictus! Ja. Ausgezeichnet, Jasmine. Der Verlust eurer Schülerin lässt euer Kampfgespür unberührt. Machst schon wieder hier Duplikate. Zusammenhalten! Ach, guck mal, wie lange das jetzt läuft. Ja. Du kannst mal ein bisschen debuffen. Ja! Ich muss zwei, okay. Ja. Blitz dich, Finn. Kulminatio. Bei meiner Treu. Komm, die kriegen wir platt. Ja. Du kannst hier mal noch ein bisschen aufräumen. Ei. Es hat leider ordentlich gesessen. Sanyasa. Igni Fakir. Oh. Igni
Bonifatius! Blitz den Fit! Kannst du eigentlich noch schnell looten hier? Sterb! Oh Gott, das lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich. So, dann kriegt ihr nochmal alle Boni. Ja, und dann hier einfach mal draufhauen, was geht. Okay, es geht schneller, als ich befürchtet habe. So, auch schnell auch looten. Dankeschön. So, okay. Und den Kampf machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.